Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf dem Channel, auf dem nichts los ist und den keiner kennt. Vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und heute Samstag, wie immer, Eurotruck Simulator 2 mit dem Scandinavian Pack. Ja, und da können wir gleich mal loslegen. Wir haben unsere Ladung abgeholt beim letzten Mal. Na gut, war eine ziemlich lange Zeit hier, ne? Ja. Bevor wir aber komplett auf die Bahn raufgehen, in 7 Stunden müssen wir schlafen. Also behalten wir uns das ein bisschen im Auge. 14 Stunden haben wir eine Fahrzeit vor uns. Wir haben eine Fahrzeit von 14 Stunden vor uns. Ungefähr bei der Hälfte sollten wir spätestens einmal pennen gehen. Und hier geht es schon mal los hier, ne? So, der Tempomat ist einmal eingeschalten. Brauche mich jetzt nicht allzu sehr um die Geschwindigkeit kümmern. Gott sei Dank. Ja, wie schon so oft erwähnt, Tempomat ist so eine gute Geschichte eigentlich, ne? So eine gute Sache, eine gute Erfindung. Würde ich gerne im PKW auch haben. Zumindest in meinem. Aber in einem kleinen Fiat Panda, ne, weil ich nicht habe, oh, da findet man eher kaum einen Tempomaten. Oh, wow, was ist denn das für eine schöne Brücke hier? Gefällt mir. Gibt's diese Brücke in echt auch oder nicht? So, hier kommt eine etwas länger gezogene Kurve nach rechts. So. Ich weiß nicht, ob diese Straßen hier oder die Gegend überhaupt irgendwie nachempfunden wurde, wie es wirklich aussieht. Oder einfach nur irgendwie... Aha. Ja, tanken sollten wir also, ne? Na super. Ich brauche eine Tankstelle zum Tanken. Ich hoffe, hier kommt dann auch eine Tankstelle zum Tanken. Ansonsten muss ich mal hier ganz kurz in die... auf die Karte rüber switchen. Nach einer Tankstelle, nach einer geeigneten zu suchen. Ja, ich habe für euch wieder mal das Fernlicht hier aufgedreht, damit ihr überhaupt irgendwas seht. Und ja, für mich ist das auch noch ein kleiner Vorteil. Ich sehe die Straße besser. Da drüben sind die Silageballen oder nur die Heuballen oder Strohballen vom Landwirtschaftssimulator. Ja, da vorne kommt eher eine Tankstelle, Gott sei Dank. Aber zuerst gibt es hier einen Kreisverkehr. So. Und damit die Tankstelle hier auch richtig angefahren wird, muss ich von der anderen Seite rein. Ne? Leider. Muss ich einmal drehen. So,
Ich glaube, das ist unser erstes Mal, dass wir tanken müssen, ne? So, tanken wir mal auf hier. Mal schauen, wie viel Sprit uns das Ganze hier kostet. Ja, der Dieselpreis ist ziemlich hoch hier, ne? 716 Euro haben wir jetzt ausgegeben fürs Tanken. Boah. War jetzt nicht gerade billig. Im Rückspiegel sehe ich nichts, dass was kommen würde. Also drehe ich mal gleich hier auf die Strecke wieder rauf. Tempomat ist wieder aktiviert. Und wir fahren quer durch Dänemark. In Richtung der Transportfähre und nicht der Rollfähre, in Richtung der Fähre, um nach nach Schweden zu kommen. Ne? Und in Schweden müssen wir dann noch nach Stockholm, also ja, die schwedische Hauptstadt, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist das Scandinavian Pack, welches uns halt Dänemark, Norwegen, Stockholm, Schweden beschert. Ich weiß jetzt nicht einmal, ob Finnland dabei ist. Ich glaube aber nicht. Finnland zählt ja nicht zu den skandinavischen Ländern. Ja, da oben auf der rechten Seite haben wir hier unsere... Also haben wir hier noch so schöne Strommasten, so voll typischer alter Style hier, ne? In der heutigen Zeit verschwinden diese ja meistens unter die Erde, die Stromleitungen. Bis auf die Hochspannungsleitungen. Die Hochspannungsleitungen sind immer noch vorhanden. Ja, sonst würde man sich wahrscheinlich einen Stromschlag holen. Oder sonst irgendwas. Oder der Strom würde direkt in die Erde abfließen und dann würde er gar nicht einmal dort ankommen, wo er gebraucht wird. Ne? Ich habe hier natürlich meinen Joystick mit am Start. Wie immer. Fünf Stunden zum Schlafen. Ach, geh noch. Brauche ich nicht schlafen gehen jetzt, ne? Das wäre jetzt übertrieben. Ja, hier noch eine Tankstelle. Aber wir fahren nicht auf der Autobahn. Habt ihr das gemerkt hier? Das hier ist nicht auf der Autobahn. Da wir fahren über irgendeine Bundesstraße oder Landstraße oder was das ist. Ne? Oder ja, keine Ahnung, was das für eine Straße ist hier. Ne? Und ich komme drauf, ich muss ja ein bisschen abbremsen. Hier war Geschwindigkeitsbeschränkung. Aus welchem Grund auch immer. Ich gehe mal davon aus, Dänemark hat ja auch
Autobahnen. Aber was mir hier gut gefällt, da auf dem rechten Rand hier die ganzen Heuballen, Strohballen oder was auch immer. Ne? Und hier auch noch Landwirtschaftssimulator halt, ne? Was ist denn das da auf der linken Seite gewesen? Ja, keine Ahnung. Habe ich nicht erkennen können. Und stehen bleiben möchte ich jetzt nicht, ne? Mir das anschauen. Was mir jetzt ganz gut gefallen würde, wäre ja zum Beispiel, wenn man jetzt aus einem LKW auch noch aussteigen könnte. Und dann zum Beispiel in ein Hotel oder so reingehen könnte zum Schlafen. Oder in einen Motel. Wobei, ja, ne, die richtigen Fernfahrer schlafen auch immer in ihrer Zugmaschine. Ah, ich glaube, jetzt sind wir auf einer Autobahn hier, ne? Nur fragt mich jetzt nicht, ob ich da nach rechts rüber soll oder ob ich da links bleiben soll. Ob das wie in Deutschland ist oder eher... Nein, ist nicht wie in Deutschland. So, da darf ich ja natürlich auch 80 fahren, als ich gerade gesehen habe. Beschleunigen und lenken allerdings auf einer Achse zu haben, ist natürlich nicht leicht. So, Tempomat ist wieder eingestellt auf 80 hier. Und auf 81, ne? Ist egal hier, ne? Und es wird hier nicht ganz dunkel. Ja, man kennt das, in den skandinavischen Ländern, vor allem im Sommer, wird es einfach nicht ganz dunkel. Es bleibt immer ein bisschen hell. Je näher man an den zum Nordpol hinaufkommt, ne, hat man die ganze Nacht Helligkeit, ne? Wobei, ich sehe gerade, es ist aber auch schon 3:15 wieder in der Früh. So, hier haben wir wieder eine 70er Beschränkung. Ja, Autobahn ist zu Ende anscheinend wieder. Ja, es wird schon wieder morgen, aber es war überhaupt nicht so dunkel. Überhaupt nicht. Ah, wir nähern uns der Fähre. Sehr schön. Frederikshavn ist das hier, ne? Das ist Frederikshavn. Oh, das wäre ja super, wenn wir hier jetzt noch schnell rüberkommen würden, ne? So, ja. Na komm, come on. So, machen wir mal Fernlicht wieder aus. Das wäre es noch jetzt am Ende der zweiten Folge hier. Gleich noch rauf auf die Fähre. Dann könnten wir es schaffen, in der nächsten Folge doch tatsächlich anzukommen. So, da vorne ist unser Wehrpunkt. Hier geht's noch rüber nach Schwaden. Schön vorsichtig hier ranfahren.
Dann machen wir mal Licht aus. So, wohin müssen wir? Genau, ich schaue mal in die Karte rein. Wir sind in Frederikshafen und müssen nach Göteborg. Gut. Das sollte ja nicht so schwer sein, hoffe ich. Eingang Frederikshafen nach Göteborg, weil das wäre komplett falsch. Da würden wir in Norwegen ankommen. Also Göteborg ist in Sweden. Wow, kostet ein bisschen was, 3 Stunden, ja, kennt sich ein bisschen aus, kennt beim Schlafen, ja, nun. Aber ich fürchte, wir müssen nochmal schlafen gehen. Wir brechen erstmal auf. Vom Frederikshafen. So, und dann, ja, schlafen müssen wir noch. Darüber kommen wir nicht hinweg. Ich beende dieses Video jetzt hier in Sweden. Freue mich bereits darauf, nächste Woche euch hier wieder begrüßen zu dürfen zu Euro Truck Simulator 2 mit dem Scandinavian Package. Und bis dahin, schöne Woche. Ciao.